Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser ersten Co-Produktion Kigo Hope to Go. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen am heutigen Morgen zu diesem Kigo. Es ist ja gar niemand da und trotzdem können wir Kigo feiern. Du daheim mit deiner Familie, ihr daheim, wo immer ihr auch gerade seid. Wir freuen uns als Kigo-Team mit euch zusammen heute Morgen den Kigo zu feiern. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, bete ich noch. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir die Kigo feiern dürfen. Du siehst mich wieder viel lieber da im Kirchgemeindehaus gemeinsam miteinander feiern. Aber du bist da. Und du bist nicht nur da, sondern du bist bei jedem von uns, wo wir gerade auch immer sind. Schenk uns doch eine Zeit, wo wir etwas von dir erfahren dürfen, wo wir dir begegnen dürfen. Amen. Jetzt steigen wir ins Thema rein mit Lied, Theater, Spiel und Input. Wir wünschen euch viel Vergnügen. Wenn der Sturm tobt überall. Hey, wenn der Sturm tobt überall. Hey, Gott ist stark, doch ich bin schwach. Ich heb mich fest an seiner Hand. Wenn der Sturm tobt überall. Hey! Wenn der Sturm tobt überall. Hey! Noch ein bisschen lächeln, gell? Und die Kamera raus. Ist ja weg. Jesus war mit seinen Jüngern zu Galiläa unterwegs. Er ist von Ort zu Ort gezogen und hat den Leuten von Gott erzählt. Überall, wo er hergekommen ist, sind ganze Haufen Leute zusammengeströmt. Sie wollten hören, was der Mann zu erzählen hat. Teile wollten sich auch heilen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr, sehr anstrengend war. Immer von so vielen Leuten umgeben, alle wollten etwas von Jesus. Darum hat er auch immer wieder Zeit gesucht, wo er alleine sein konnte, wo er mit seinem Vater, mit Gott, reden konnte.
Einmal war es ganz verrückt, da waren über 5000 Leute zusammen. Und Jesus hat ihnen sogar zu essen gegeben. Da war er sicher müde nachher. Darum hat er zu seinen Jüngern gesagt, geht ihr schon mal voraus. Geht auf den See, ich komme dann nachher. Die Jünger sind in ein Schiff und sind auf den See Genezareth rausgefahren. Jesus ist auf einem Hügel rauf und er hatte Ruhe und er konnte beten. Der See Genezareth, der ist etwas grösser als der Thunersee. Etwa viermal so breit vor allem. Also könnt ihr euch noch vorstellen, dass es lang geht für über den See. Und die Jünger sind auch nicht so gut vorwärts gekommen. Sie hatten nämlich Gegenwind gehabt, wo er gemacht, dass sie nicht so schnell waren. Schönes Pferdli, gell? Ich glaube, wir sollten langsam mal ein bisschen rauf. Das sieht gar nicht mehr so gut aus. Es wird dunkel. Ein Sturm kommt auf. Das gibt dann noch einen Wind. Also, ich liebe es, wenn es stürmt und windet. Es so wackelt mehr noch ein bisschen und man ein bisschen muss gegen haben. Es gibt nichts Langweiligeres als über so eine Seegondel. Es ist alles so flach und es passiert nichts. Ja, viel lieber, wenn es so ein bisschen stürmt und windet. Das gibt dann noch gute Fahrt. Das fängt dann. Wasser. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird die ungefähr, also schnell rechnen. In etwa 7 Minuten und 58 Sekunden wird unser Boot vollkommen unter Wasser, die wir werden kentern. Uiuiui, das sind grosse Wellen. Jetzt werden die Wellen grösser. Das ist ein Sturm. Ich kann mich fast nicht mehr halten. Jesus und Jesus. Jesus! Jesus ist nie. Jesus ist nie. Jesus! Wir gehen unter! Wir werden alle sterben! Wir gehen unter! Und ich wusste, dass irgendwann etwas wird passieren. Zum Glück habe ich immer zur Sicherheit meine Sicherheitssachen dabei. Ich wollte ja nicht untergehen. Wir werden alle sterben! Oh, der Sturm! Das? Dort läuft einer auf dem Wasser. Ist das eine Täuschung oder man sieht es nicht so gut? Was? Ein Gespenst? Was? Das Sandro? Was? Wo? Und das ist doch. Ist das ein Gespenst? Ist das ein Jesus? Das ist doch Jesus! Habt keine Angst, ich bin's! Sag das ein Jesus? Ist das wirklich Jesus? Wenn das irgendwie rausfindet, sieht schon wieder ein Gespenst aus! Ah, ich habe eine Idee! Aber vorwärts weitergehen! Wenn es wirklich du bist, Jesus, dann sag ich, soll zu dir kommen, auf dem Wasser! So, so finden wir raus, ob es Jesus ist! Also gut, Petrus! Komm zu mir! Au! Das habe ich dann nicht bedenkt. Stimmt, das ist ja. Okay, jetzt muss ich. Äh.
schaut auf das Wasser. Was über das Wasser laufen? Das geht wissenschaftlich gesehen ja gar nicht. Weil, müsst ihr vorstellen, das kann man messen. Wasser hat etwa eine Dichte von 0,997 Kubikmeter pro Kilo und der Mensch einen von 1,02 Kubikmeter pro Kilo. Das heisst, es ist wissenschaftlich gesehen komplett unmöglich, dass man über das Wasser geht. Das wird nicht gehen. Noch jetzt da. Nein, der Petrus. Also dem geht es einfach manchmal nicht mehr so gut. Jetzt hat doch das Gefühl, er könnte aus dem Boot steigen und auch auf dem Wasser laufen. Jetzt kannst du ja gerade schauen, wie der versinkt. Das weiss doch jeder, man kann nicht auf dem Wasser laufen, man versinkt. Ich meine, ich habe ja schon gerne Action. Aber lebensmüde bin ich dann gewiss noch nicht. Petrus? Der steigt aus dem Boot? Nein, das spielt zu gefährlich. Petrus, bleib da! Petrus, gut. Komm zu mir! Es funktioniert! Okay, Schritt für Schritt, es funktioniert! Ich laufe auf dem Wasser! Ich komme, Jesus! Ja, los, Petrus! Es funktioniert! Aber die Wellen sind. Hoch! Nein! Wo ist jetzt der Petrus? Du bist jetzt der vertrunken! Wind und der Wellen, man sieht gar nichts. Ich sehe gar nichts. Das ist ja. Der auf dem Wasser läuft, das ist ja Jesus. Jetzt hat der Petrus zur Hand und die beiden laufen über das Wasser und kommen zu uns. Also wenn ich das gewusst hätte, dass das Jesus ist, ja, also dann wäre ich natürlich der auf das Wasser gegangen und wäre über das Wasser gelaufen, wo mit Jesus, seht ihr jetzt, mit Jesus, da kann man alles, ist das spannend auf diesem Boot heute, also nein, also ich sage euch, das muss einfach Gottes Sohn sein, nur so kann man das erklären, dass jetzt der Petrus auf dem Wasser laufen mit Jesus. Boah, das ist jetzt zurückgegangen. Wissenschaftlich war es doch gar nicht möglich gewesen. Hä? Das ist wirklich krass. Wieder zurück im Boot. Petrus, warum hast du Zweifel? Jetzt realisiere ich, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Eigentlich schon eine krasse und unglaubliche Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Findest du nicht auch? Und sag mal, hättest du dich wie der Petrus getraut, aus dem Schiff auszusteigen? Hättest du dich getraut, auf das Wasser zu gehen und über das Wasser zu laufen zu Jesus her? Weil ich glaube, mir hat das gerade ein bisschen Angst gemacht. Ich weiss nicht, ob ich wirklich wäre ausgestiegen aus diesem Boot und dann auf dem Wasser wäre gelaufen. Ich weiss nicht, ob ich das hätte glauben können, dass das wirklich geht. Weil, stell dir mal vor, was macht dir Angst? Etwas, was dir fest Angst macht. Überleg dir das mal. Was ist das, was dir am meisten Angst macht? Bei mir wäre es zum Beispiel etwas, was mir Angst macht, durch einen dunklen Wald alleine zu laufen. Jetzt zum Beispiel, wenn es Nacht ist, müssen alleine durch einen Wald zu laufen. Oh, das macht mir ganz fest Angst. Und jetzt, stell dir mal vor, zu dieser Zeit, in der die Geschichte gespielt hat, hat es auch etwas gegeben, das den Leuten fest Angst hat gemacht. Kannst du erraten, was es ist? Ja, das, was ihnen Angst hat gemacht, vielen Leuten, war das Meer oder der See oder allgemein Wasser. Und wisst ihr warum? Die Leute dann haben gedacht, dass das Meer der Ort ist, wo Chaos herrscht, dass das Meer der Ort ist, wo Böses ist, wo Unordnung ist, wo
vielleicht sogar irgendwelche Seeungeheuer leben, einfach irgendwie alle bösen Mächte, alles, was nicht gut ist, dass sich das dort befindet. Und darum hatten die Leute Angst vor dem Wasser, also auch vor Seen und vor dem Meer. Weil sie ja nicht gewusst, was da passieren könnte, wenn die Mächte, wenn das, alles, das Meer irgendwie böse wird oder ja, was könnte echt passieren. Und jetzt haben wir in der Geschichte gehört, dass die Jünger sie auf einem Schiff auf dem Wasser waren und dort gerudert sind. Das müsst ihr euch mal vorstellen, sie haben ja Angst schon nur normalerweise vor dem Wasser, vor dem, was im Wasser vielleicht ist. Jetzt war es sogar noch Nacht, dunkel. Und plötzlich ist noch irgendwie Wind gekommen, Wellen, wie man hier im Bild sieht, grosse Wellen. Stellt euch mal vor, wie echt die müssen Angst haben vor dem. Und noch dazu ist dann plötzlich eine Gestalt erschienen auf dem Wasser, wo niemand recht gewusst, was echt das ist. Und sie sind erschrocken. Hilfe, was ist das? Wer ist das? Ist das echt ein Gespenst? Irgendetwas, was aus dem Wasser ist, gekommen, etwas Böses? Einmal irgendwie nichts Gutes, wahrscheinlich. Vielleicht haben sie so reagiert, einmal irgendwie Angst müssen sie sicher haben. Aber die Gestalt hat ja dann gesagt, hey, habt keine Angst, ihr müsst doch keine Angst haben. Ich bin Jesus. Es war Jesus, weil er auf dem Wasser ist gelaufen. Aber die Jünger haben es zuerst nicht so recht geglaubt. Sie haben nicht gewusst, ob sie das wirklich glauben können. Aber wo nachher Jesus an Petrus hat gesagt, schau Petrus, steig aus dem Boot und komm auf das Wasser. Da ist der Petrus ausgestiegen und ist auch auf das Wasser. Und Jesus hat gesagt, hey, komm zu mir, lauf über das Wasser. Und in dem Moment, wo der Jesus ist, wo der Petrus ist ausgestiegen, ist er tatsächlich auf dem Wasser gestanden und konnte laufen. Der Petrus hat geglaubt, dass das geht. Er hat geglaubt, weil er hat gesehen, wie Jesus selber ebenfalls auf dem Wasser ist gestanden. Jesus ist auf dem Wasser gestanden. Ist gelaufen. Wie wenn es nichts wäre. Jesus hat Macht gehabt, Kontrolle gehabt. Hat mehr Macht gehabt über das Wasser. Darum konnte er auf dem Wasser laufen. Wo er so viel Kraft hat, wo er mächtig ist, gross ist, hat er auf dem Wasser laufen, hat mehr Macht gehabt als das Wasser. Und darum hat es auch der Petrus können, wo er hat geglaubt, dass er es auch kann. Er hat geglaubt, wo er Jesus hat gesehen, wie er auf dem Wasser läuft. Und so ist der Petrus auf dem Wasser gelaufen. Aber nachher haben wir ja gesehen, was passiert ist. Auf einmal hat er gemerkt, stimmt, es ist ja ein Sturm um mich herum, es windet, grosse Wellen und plötzlich hat er angefangen zu zweifeln. Petrus hat zweifelt, das geht doch gar nicht, das ist das Meer, ich kann doch nicht auf dem Wasser laufen. Er hat die grossen Wellen gesehen und er ist tatsächlich gesunken, hat angefangen zu sinken. Hilfe, Jesus, hilf mir, du musst mir helfen. Jesus ist zu ihm gegangen und hat ihn ja wieder aufgezogen. Und er hat ihn gefragt, hey, Petrus, warum zweifelst du? Warum hast du zweifelt, dass das geht? Und nach einem Zeit hat sich der Sturm wieder gelegt und sie sind zusammen zurück ins Boot gegangen. Und dort haben alle, die das gesehen haben, plötzlich gemerkt, hey, wow, der Jesus, das ist wirklich der Sohn von Gott. Der hat so viel Macht, der kann auf dem Wasser laufen. Das, was wir da so fest Angst davor hatten, das Meer, die Wellen, da hat er wirklich Angst davor gehabt, weil er mächtiger war als das Ganze. Er hatte Kontrolle darüber. Und jetzt habe ich euch ja am Anfang gefragt oder gesagt, ihr sollt noch etwas überlegen, was euch fest Angst macht. Überlegt euch nochmal, was das war, was euch fest Angst macht. Aber jetzt wie wir zum Beispiel durch einen dunklen Wald alleine müssen zu gehen. Jetzt können wir uns vorstellen, dass das, was uns so fest Angst macht, wie das Meer ist. Das Meer, die Wellen, die Jünger im Boot und der Petrus
so fest Angst davor hatten. So haben ja wir auch eben vor diesen Sachen Angst. Der Problem vielleicht auch, die uns Angst machen. Einfach Sachen, die wir uns davor fürchten irgendwie. Das ist wie das Meer, das wir gesehen haben, was so irgendwie Angst macht. Aber wie auch in der Geschichte, wie wir ja in der Geschichte haben gesehen, die Jesus können auf dem Wasser laufen. So ist auch bei uns, in unserem Leben, all das Zeug, das uns so Angst macht, wo wir manchmal denken, oh, das ist so riesig, das macht mir so viel Angst, das hat viel mehr Macht, das ist so gross, das Problem, oder das ist etwas, wo, oh, das ist einfach unmöglich, dass ich das schaffe. Aber Jesus denkt das nicht. Jesus sagt, hey, schau, ich stehe auf dem Wasser. All das, was dir so viel Angst macht, das ist für mich kein Problem. Weil ich mächtig bin, weil ich gross bin, weil ich Kraft habe. Und darum müssen auch wir keine Angst haben. Jesus hat Kontrolle über all das, was uns Angst macht. Er hat mehr Macht als all das. Und wie der Petrus können ja wir glauben, dürfen wir vertrauen, dürfen wir glauben, dass auch Jesus uns hilft, durch die Angst durch, dass wir nicht müssen auf die Wellen schauen, sondern auf ihn schauen können. Weil was ist passiert, als Petrus plötzlich wieder auf die Wellen, auf das Problem, auf die Angst hat geschaut, ist er angefangen zu sinken. Wenn wir uns mehr das überlegen, was uns Angst macht und denken, nein, das ist so gross, das schaffe ich nie, dann können wir vielleicht auch anfangen zu sinken, wie der Petrus da. Macht uns so viel Angst, dann sehen wir nur noch das, was uns Angst macht. Aber wenn wir dann wieder auf Jesus schauen und sehen, ah, Jesus ist ja bei mir. Jesus hat so viel Kraft und kann mir helfen, über das Wasser zu laufen, kann mir helfen, über die Angst, drüber durch die Angst durchzulaufen. Dann müssen wir nämlich auch gar keine Angst mehr haben, weil ja Jesus Kontrolle hat und er ist immer bei uns und hilft uns durch die Angst durch. Er ist grösser als das, was wir Angst davor haben. Wir kommen jetzt noch zum Spiel. Für das zeige ich jetzt die Umrisse, also die Silhouetten von verschiedenen Tieren. Ihr müsst von jedem von diesen Tieren einen von den Buchstaben merken. Am besten holt ihr für das jetzt ein Schreibe und ein Papier. Die, die nicht schreiben können, schauen vielleicht, dass die Eltern schnell helfen können oder dass ein älteres Geschwister da ist. Jedes Mal, wenn ich noch ein Tier zeige und auch jetzt, wenn ihr gerade etwas holen schnell, könnt ihr unter einfach schnell auf Stopp drücken. Auf Pause. Und wenn ihr wieder weiterfahren und weiter schauen, drückt ihr wieder da drauf und dann geht es weiter. Also, ich zeige euch ein paar Tiere. Auf die Farbe der Tiere, so wie ihr sie seht, kommt es nicht darauf ab, sondern einfach um einen Umriss. Ich sage euch dann noch, bei jedem Tier etwas, was schwierig ist. Also, wenn wir mal schauen, ob ihr herausfindet, was das Ganze für ein Lösungswort gibt. Das ist das erste Tier. Gesucht ist der Anfangsbuchstabe. Wie gesagt, es geht nicht um die Farbe. Und hier ist auch nicht eine bestimmte Art gesucht, sondern einfach, wie man diesen Tier allgemein sagt. Auch hier, beim zweiten Tier, suchen wir wieder den ersten Buchstaben. Für die, die es etwas schwierig finden, normalerweise sind die Tiere nicht weiss, sondern grau. Jetzt wird es aber schwierig. Auch hier beim dritten Tier suchen wir den Anfangsbuchstaben. Nein, es ist keine Schlange. Es ist ein kleines Tier. Eins, das man hier viel sieht, wenn es ziemlich nass ist. Wisst ihr, was das ist? Der erste Buchstabe ist gesucht. Jetzt sind wir schon beim vierten Tier. Auch hier geht es wieder darum, weil es ist der erste Buchstabe von diesem Namen. Und das Tier hat, wie ihr seht, ganz viele Arme. Es schwimmt im Wasser umeinander.
Und das, was sie in den Kindern hat, das brauchen die auch in der Schule zum Schreiben. Also, wie ist der erste Buchstabe von diesem Tier? Das ist das fünfte Tier. Hä? Das kennen wir doch schon. Ja, schon. Aber jetzt wird es schwierig. Das Mal suchen wir nicht den ersten Buchstaben, sondern den zweitletzten. Ha. Wie heisst das Tier schon wieder, das rumkreucht, wenn es nass ist von aussen? Mit diesem Tier suchen wir schon den sechsten Buchstaben. Normalerweise ist es nicht so gelb, sondern vielleicht eher schwarz oder braun. Und das oben, das Grüne, das gehört dann nicht zum Tier. Aber der Drang hängt es manchmal. Also, wir suchen wieder den Anfangsbuchstaben von diesem Tier hier. Das ist das Tier Nummer 7. Wieder suchen wir den Anfangsbuchstaben. Das ist etwas Ähnliches, wie wir schon mal hatten. Aber das Mal geht es wirklich darum, was das genau ist. Das Tier hat aber zwei Namen. Gesucht ist jetzt aber der, der nur drei Buchstaben hat. Und auch wieder der Anfangsbuchstaben. Meistens fliegt es in der Nacht umeinander. Ja, ich weiss, den kennt ihr auch schon. Aber das Mal für einen Nachtbuchstaben geht es nicht um einen Anfang, sondern um einen dritten Buchstaben vom Namen von diesem Tier. Also gut überlegen, welches ist der dritte Buchstabe? So, was ist das letzte? Nach dem solltet ihr 9 Buchstaben haben, sonst habt ihr etwas falsch gemacht. Hier geht es wieder um einen Anfangsbuchstaben. Und ganz wichtig bei diesem Tier ist das, was vorne ist. An dem erkennt man es gut. Und das gibt ihm eigentlich auch den Namen. Also, was ist echt das? Nicht so gut rausgekommen, aber ich hoffe, ihr merkt, dass es so sein soll. So, habt ihr das Lösungswort herausgefunden? Es ist etwas, was der Petrus hat müssen haben in unserer Geschichte, die wir heute gesehen haben. Nein, nicht Schwimmflügel, wo nicht geflossen. Aber ich denke, ihr habt es schon herausgefunden. Wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt uns doch eure Antwort. Ihr könnt ein Mail schreiben an kids@refittigen.ch. Und an dem gleichen Ort könnt ihr auch etwas schicken, wo wir jetzt noch eine Challenge machen wollen. Die kennen das vielleicht schon, wenn ihr Hope2Go geschaut habt. Wir wollen ja heute so eine Challenge machen. Tut doch irgendetwas von dieser Geschichte auch darstellen. Ihr könnt so wie ich so Bauchlötzchen brauchen. Ihr könnt es natürlich auch zeichnen. Ihr könnt ein Theater machen. Ich würde es freuen, wenn ihr so da irgendetwas könntet schicken könnt. Dass ihr auch etwas zu tun habt in dieser Zeit, wo man so viel muss daheim rumhocken muss. Also, habt's gut! Das war es für heute, für diesen speziellen Kigo. Wir hoffen, es hat euch Freude gemacht und wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit als Familie haben dürft. Wir hoffen auch ganz fest, dass der nächste Kigo wieder da innen stattfinden darf, hier im Kirchgemeindehaus. Am 28. Juni ist es soweit, ab der Viertel ab 9 Uhr ist die Spielstrasse offen. Und um 9:30 geht es dann so richtig los. Falls das doch noch nicht wird möglich sein wird, dann sehen wir uns wieder auf dem Weg, wie wir es heute hatten, mit einem Online-Kigo. Bereits aber nächsten Dienstag kannst du dich wieder reinklicken, dann gibt es eine neue Folge von Hope2Go. Und so sagen wir Ciao zusammen und habt's gut.